Ja. Der dritte und der letzte Akt unserer Konferenz beginnt jetzt. Überschrift: Welches Theater fördern wir und warum? Politische Praxis der Kulturförderung im europäischen Vergleich haben wir das genannt. Und ich möchte euch mal herzlich unsere Gäste begrüßen. Ich stelle sie Ihnen jetzt ganz kurz vor und werde dann aber bei den persönlichen Fragen ein bisschen tiefer gehen. Einmal ist das Peter Seemann, Leiter internationaler Abteilung des Fonds Podium Kunsten aus Amsterdam. Frau Kirsten Haas, Leiterin Förderung und Programme der Kulturstiftung des Bundes, Halle Saale. Rechts neben mir Herr Harry Livrand, Kulturattaché der Botschaft der Republik Estland in Berlin. Und Herr Laszlo Elchimon, hier als stellvertretender Direktor der Ungarischen Kulturstiftung, gleichzeitig aber auch Mitglied des Parlaments in Budapest und Ausschussvorsitzender Kultur und Medien. So. Also wir hatten im Panel davor ja schon einige Ausflüge in die Kulturförderpolitik. Manche, die vielleicht für ein Publikum auch hier nicht so leicht nachzuvollziehen sind, wenn es dann in dieses Spezifikum der einzelnen Zahlen geht. Deshalb möchte ich versuchen, in diesem Panel nochmal einen Schritt zurückzugehen, so ein bisschen auf eine Metaebene, damit wir auch Gelegenheit haben, tatsächlich diese vier teils ähnlichen, teils aber auch sehr unterschiedlichen Ansätze miteinander in Vergleich zu bringen. Ja, ich möchte vielleicht starten mit der einzigen Dame hier auf dem Panel. Wurde schon zu Recht angemerkt, dass das nicht korrekt durchgegendert wurde heute. Und das muss ich mir als Böll-Stiftung den Schuh natürlich auch anziehen. Den ziehe ich mir auch an. Frau Haas, könnten Sie uns eine kurze Darstellung geben, was die Kulturstiftung des Bundes eigentlich im Kern tut, und dann Bezug nehmen zu der Frage, inwieweit spiegelt sich Kulturpolitik oder kulturpolitischer Willen innerhalb der Förderprogramme der Bundeskulturstiftung, ich kann das jetzt nur aufmachen an dem Beispiel des Afrika-Schwerpunkts oder auch an dem Beispiel, ich erinnere mich an das Programm Bipolar beispielsweise, ein Programm, das Ungarn und Deutschland in sogenannten Tandems zusammengebracht hat. Natürlich sind der Instrumente viele mehr. Ja, würden Sie vielleicht mit einem kurzen Statement beginnen und dann auf die kulturpolitische Frage zu sprechen kommen? Bitte schön. Ja, gerne. Die Kulturstiftung des Bundes ist eine selbstständige Stiftung, erhält aber zu 100% Geld von der Bundesregierung, also vom Bund. Wir haben 35 Millionen Euro jährlich, die wir für die Förderung aller Sparten und Künste im Rahmen der Zuständigkeit der Bundesförderung verteilen. Das heißt, das wissen die meisten hier sicher, dass wir eine Förderverteilung haben zwischen Bund und Bundesländern. Der Bund darf nur im sehr eingeschränkten Maße im Rahmen des Föderalismus fördern. Das heißt nur Projekte im internationalen Kontext. Das ist eigentlich das wichtigste Kriterium. Allerdings auch im Bereich der Erinnerungskultur, der NS-Diktatur oder der Aufarbeitung des SED-Regimes. Das sind so ganz grob unsere Zuständigkeiten. Wir fördern nicht spartenspezifisch, sondern auch spartenübergreifend. Unser Kernstück oder Herzstück, wie ich immer sage, ist die offene Förderung, die auf Antrag fördert. Da gehen jährlich 12 Millionen Euro hin. Das heißt, damit reagieren wir auf das, was in der Kunst aus der Szene selbst heraus an uns herangetragen wird, auf Antrag zur Förderung. Und zum anderen entwickeln wir selber, Sie haben das gerade eben erwähnt, Herr Römer, selbst Programme oder Modellprogramme, Modellinitiativen, mit denen wir kulturpolitisch bestimmte Schwerpunkte setzen wollen. Immer auf Zeit, wir können nicht dauerhaft fördern, sondern auf begrenzte Zeit, das sind meistens 3 bis 5 Jahre. Bipolar war eins unserer Länderprogramme, wo wir versucht haben, Institutionen, in dem Fall in Ungarn, mit deutschen Institutionen zusammenzubringen, mit deutschen Künstlern, ungarische Künstler, aber immer über die Institutionen. Das ist vielleicht in diesem Zusammenhang wichtig zu erwähnen.
dass die Institutionen in unserer Auffassung die Garanten dafür sind, dass sich eine gestiftete Beziehung auch weiterentwickeln kann und tragfähig bleibt. Also es geht über die Begegnung der Künstler selbst hinaus, die natürlich unerlässlich ist, sondern wir verbinden das mit der Hoffnung, dass über die Institutionen eben auch eine Langfristigkeit und ein Lernen sich verankert in der Institution selbst und damit auch hinausgeht über das persönliche Erleben der Künstler. Vielleicht darf ich noch mal kurz nachhaken. Strategisch gesehen, was den Afrika-Schwerpunkt betrifft, nur als Beispiel, hat das BMZ ja jetzt offensichtlich analog oder in Abstimmung einen großen Afrika-Schwerpunkt gesetzt und da viel Fördermittel reingesteckt. Sind das Absprachen, die sozusagen im politischen Raum geschehen und an die Kulturstiftung herangetragen werden, im Sinne von, das ist jetzt besonders wichtig, da solltet ihr jetzt, und gleich im Umgangbezug gefragt, das Programm Bipolar ist ja schon einige Jahre her, ist diese Instrumentenpolitik der Bundeskulturstiftung auch als eine Art kulturelle Krisenreaktionsform zu sehen, im Sinne von, man könnte ja auch sagen, man macht Bipolar mit Dänemark, ja. Also wie sehen Sie das? Ja. Also es gibt keine Absprachen, aber es gibt natürlich politische Umstände, die dann manchmal auch eine Häufung bedeuten von Themensetzungen. Bei Afrika, wobei wir gelernt haben, von afrikanischen Ländern zu sprechen. Es gibt einen Blog, der uns etwas beschämt hat, aber völlig zu Recht existiert. Der heißt Die Kulturstiftung des Bundes. Africa is not a country. Das haben wir natürlich gelernt. Also insofern sind wir sehr bemüht. Irgendjemand sagte das vorhin auf einem der Podien, ich glaube einer der Historiker, dass wir in Deutschland mit politischer Korrektness versuchen, uns zu bewegen und die einen hohen Stellenwert hat, und das gilt für uns natürlich auch. Also das ist, würde ich sagen, eine ein Zufall, der aber wiederum nicht zufällig ist, weil eben politische Gegebenheiten sich manchmal an die Oberfläche drängen. Bei Ungarn, aber auch bei Tschechien war es so, dass wir die EU-Beitritte zum Anlass genommen haben, zu sagen, es macht Sinn, neue EU-Länder gleich mit künstlerischen Begleitprogrammen sozusagen ja, zu begleiten und da einen Schwerpunkt zu legen, weil natürlich mit so einem EU-Beitritt erstmal das Thema absolut nur politisch besetzt ist, und wir finden es natürlich als Kulturstiftung wichtig, es künstlerisch sichtbar zu machen. Herzlichen Dank für Ihr Statement. Jetzt gehen wir mal nach Estland. Eine vielleicht den meisten nicht ganz bekannte, übrigens in einer interessanten Verbindung natürlich zu Ungarn. Darauf werden wir später noch zu sprechen kommen. Herr Lieferant, Sie haben ja als Leiter der Tallinner Kunsthalle gewirkt, auch als Kulturredakteur des ESD Express und gleichzeitig auch einige Zeit in Holland verbracht. Das heißt, haben sich auch umfänglich andere Formen der Kulturförderung angeschaut. In Estland ist mir aufgefallen, als ich mich vorbereitet habe, dass das Kultusministerium eine ganz spezielle Betonung legt auf den Erhalt von nationaler Kultur, auf die Konzentration auf nationale Kultur. Inwiefern hat das zu tun mit der noch kurzen Zeit der Existenz der Zweiten Republik Estland? Ist deshalb dieser Bezug aufs Nationale besonders betont? Vielen Dank. So, guten Abend, meine Damen und Herren. Jo estet kvanok. Ja, guten Abend. Der Juchtust. Das war ganz, ganz gute Frage. Und ich möchte zum ersten einen Satz lesen, und entschuldige mich bitte, wenn mein Deutsch zu schlecht ist. Das normalerweise, ich habe immer meine sozusagen Rede auf Englisch, aber jetzt, das ist auch mein Debüt so. Ihr Deutsch ist hervorragend. Vielen Dank für die Kompliment. So, in unserem Grundgesetz steht, dass die Staat garantiert die Existenz der ethnischen Nationalität, der estnischen Sprache und der estnischen Kultur durch die Zeiten. Und das ist ganz wichtige Punkte eigentlich.
weil Estland ist ein sehr kleines Land, obwohl das geografisch wir sind größer als die Niederlande. Aber bei uns gibt es nur 1,3 Millionen Einwohner. Und Kultur, das bedeutet und hat bedeutet früher auch eine riesige große Rolle für nationale Identität. Und nicht nur Kultur, aber auch Sprache. Wir haben immer gesagt, dass das Estnisch als Sprache ist auf unsere wichtigste Kultursache. Und dass während des Okkupationszeiten Estnisch war auf oder funktionierte auf wie Resistanz. Und deswegen gibt es auch in unserem Grundgesetz solche Definierung. Schade, dass ich habe nicht diese vorige Paneldiskussion gehört. Ich weiß nur ein bisschen, dass zum Beispiel ja in Ungarn gibt es ja Probleme mit Theater zum Beispiel oder mit Kulturpolitik. Aber ich möchte nur ein vergleichbares Beispiel geben, dass Staat bei uns unterstützt alle professionellen Theater und auch Liebhabertheaters. Und Theater ist so populär in Estland, spielt keine Rolle, ist das Krisenperiode oder eine Blutzeit, dass zum Beispiel, wenn man denkt, dass in Estland wohnt 1,3 Millionen Einwohner, dann jedes Jahr besuchen Theater mehr als 800.000 Menschen. Sie können vorstellen, wie populär ist Theater bei uns. Und muss man sagen auch, dass existiert ja ein sozusagen Kompromiss, dass eine Theater-Eintrittskarte mindestens muss sein oder der Preis von dieser Eintrittskarte kann sein 1% von Mittellohn. So, das heißt, dass Theatertickets bei uns sind auch ziemlich billig. Durchschnittslohn. Ja, Durchschnittslohn. Average Income. Ja, okay. Ja, genau. Ja. Aber natürlich gibt es auch ganz teure Tickets. Zweiter Punkt natürlich ist auch ganz interessant und das ist, dass Estland hat eine ganz besondere Unterstützungssysteme, das heißt Kulturkapital. Sie nehmen meine nächste Frage schon vorweg. Dankeschön. Genau. Aber bitte dann. Nein, bitte sehr. Und ich kann ein bisschen darüber noch sprechen. Bitte sehr. So, Kulturkapital existiert seit 1925. Das war einzige solche Unterstützung oder Finanzierungsstiftung in Europa tun. Und es existierte bis 1941 und ist wieder gegründet schon 1994. Und Kulturkapital, auf Deutsch, das ist ja Kulturstiftung, ich denke. Das ist korrekt. Ja. Ist eine selbstständige Organisation, selbstständige Stiftung. Jede Wachorganisation, zum Beispiel Kunstverein, Literaturverband, Architekturverband und so weiter und so fort, hat seine eigene Kulturkapitel. Da sitzt 7 Mitglieder und dieser Rat wird fehlen neu über 2 Jahre immer. Und Mitglieder kommt auch aus dem dieser Verein und Kulturminister macht dann diese letzte Runde sozusagen und sagt, dass ja, diese Person gehört zu Kulturkapitalrat. Und wichtig ist auch, dass das Entscheidungsprozess ist souverän.
Das heißt, dass nur diese Kulturmenschen sagen, ja, welches Projekt wird unterstützt, welche nicht. Also sind ausschließlich Kulturfunktionäre und Künstler. Genau. Und finanziert wird dieses Kulturkapital, das ist auch ganz interessant, aus Alkoholakzise, aus Tabakakzise und Gambling. Aha. Spiel, Zigaretten, Alkohol. Daher kommt es. Das sind sichere Einnahmequellen. Ja. Das heißt, dass wenn Sie besuchen Estland, dann bitte kaufen Sie mehr Alkohol und Zigarette bei uns. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank für Ihr einführendes Statement, Herr Liefrand. Ja, lieber Piet Seemann, vielleicht, wenn wir starten mit einem kurzen Beispiel für die Arbeit des Fonds Podium Kunsten, selbstverständlich. Und ich würde Sie gleich anschließend bitten, ob Sie uns ein bisschen Auskunft geben können darüber, dass im Rahmen der politischen Veränderungen in der Kulturförderung in 2012, so habe ich es dem Tagesspiegel entnommen, auch das Budget des Fonds Podium Kunsten von etwa 60 auf 43 Millionen Euro abgeschmolzen wurde. Welche Folgen das für diese Systematik der Förderung aus Ihrer Sicht auch gerade für die internationale Förderung gehabt hat? Bitte schön. Das ist leider so, dass wir von 60 nach 43 Millionen zurückgegangen sind. Das ist ziemlich schlimm. Das hat Folgen für die Gruppen, die wir unterstützen können. Jetzt gibt es viele Gruppen, die wir nicht mehr unterstützen. Es gibt noch immer, wir reden dann über die, ich kann das so versuchen, dass das System ganz kurz Gerne, einfach bitte. Zu erklären. Wir kriegen unsere Budgets jedes 4 Jahre vom Kultusministerium. Also das sind die, waren die 60 und jetzt 43 Millionen. Aha. Kriegen wir auch noch ein bisschen für internationale Arbeit vom ausländischen Ministerium. Aber meiste Geld kommt vom Kultusministerium. Das System ist so, dass das Kultusministerium fördert die großen Gruppen, kann man sagen, direkt. Das ist nicht durch Fonds Podium Kunsten. Die kriegen auch vor 4 Jahren Förderung. Das sind die großen Gruppen, die großen Tanz, Theater, Ballett. Netherlands Dance Theater. Netherlands Theater, like National Ballett. Orchestra. Und so weiter. Die großen. Damals, bis 2012, waren viel mehr Gruppen direkt vom Etat unterstützt. Viele sind rausgeschmissen und die kommen jetzt auch bei uns. Die kommen jetzt also, zu wir Ihnen. Haben ein Drittel weniger Geld und viel mehr Gruppen, die jetzt bei Ihnen beantragen. Bei uns anfragen, ja. Das System, wie das, wir haben auch, wir unterstützen Gruppen auch 4 Jahre, zweimal 2 Jahre eigentlich, aber das ist 4 Jahre und dann haben wir auch noch Projektförderung. Das heißt, eine Gruppe kann vor ein Projekt, die arbeiten dann 3-4 Monate und dann kommen die wieder ein neues Projekt. Aber ich verstehe richtig, ein Drittel weniger Geld, doppelt so viele Anträge. Ja, doppelt soll ich nicht sagen, aber viel mehr. Und das wäre auch die große Gruppen, die viel Förderung vom Etat kriegen. Also, dann haben wir gesagt, dann können wir nicht einfach das System so behalten, wie das war. Wir haben das geändert. Das ist ein bisschen zu kompliziert, das hier mal kurz zu erklären. Aber das hängt davon ab, spielt man in große Theaters, große Saalen, mittelgroße oder kleine Saalen, wie viele Vorstellungen, Präsentationen hat man. Eigentlich ist es Mathematics, was wir gemacht haben. Ja, es hört sich an wie ökonomische Mathematik. Ja, das ist so ein Rechenexempel. Ja. Ja. Aber die Gruppen sind einfach damit zufrieden. Selbstverständlich die Gruppen, die keine Förderung kriegen, die sind nicht zufrieden. Ja, das. Aber das System ist sehr transparent und sehr einfach und
das funktioniert jetzt so. Ja, ich glaube, auf die evaluatorischen Elemente werden wir gleich in der nächsten Runde kommen, also auf welcher Basis die Entscheidungen getroffen werden natürlich. Ja. Vielleicht komme ich jetzt zu unserem ungarischen Gast, Herr Elshimon. Auch wenn Sie auch Sie so freundlich werden, kurz zu erläutern, was die Kulturstiftung in Ungarn tut. Genau, und dann würde ich noch einmal nachfragen. Bitte schön. Guten Abend, ich bedanke mich auch für die Einladung. Ich warte nur, dass alle ihre Kopfhörer aufsetzen. Die Verbindung mit dem estnischen Kulturkapital war deshalb wichtig und wurde deswegen von den Moderatoren aufgegriffen, weil diese nationale Kulturstiftung ihren 20. Geburtstag hatte gerade. Und bei diesem Geburtstag waren die Vorsitzenden von sehr vielen ähnlichen Organisationen, um die Erfahrungen auszutauschen. Und genauso trafen wir auch den Direktoren von dem estnischen Kulturkapital. Also seit 20 Jahren gibt es diese wichtigste Organisation, das wichtigste Organ der ungarischen Regierung als Kulturmäzen. Und diese Organisation ist zwar eine Aufgabe der Kulturpolitik, also die Administration ist eine Aufgabe der Kulturpolitiker, aber die wirklichen Entscheidungen werden von Fachkuratorien getroffen. Also je Gruppe, je Fachgebiet wird ein Kuratorium zusammengestellt und in diese Fachkuratorien werden die Mitglieder zur Hälfte direkt delegiert von den Fachorganisationen, also zum Beispiel Schriftsteller und Redakteure oder im Theaterkolleg sind es Regisseure, Schauspieler, Dramaturgen. Also das sind die professionellen Organisationen, die Berufsorganisationen oder der Fachminister wählt Kandidaten aus diesen Gebieten. Also es gibt da keine Politiker in diesen Kuratorien. Auf allen Gebieten des ungarischen kulturellen Lebens werden Unterstützungen geleistet, mit einer Ausnahme. Und diese eine Ausnahme ist der Film. Denn für die Filmförderung gibt es eine extra Filmstiftung ins Leben gerufen durch die ungarische Regierung. Die Einnahmen sind ähnlich zu den Esten, nur nicht Alkohol. Aber so wie der britische National Lottery bekommen wir unsere Einnahmen aus den Glücksspielen. Und 90% unserer Quellen stammt aus der Steuer, aus den Abgaben für die Glücksspiele. Also je mehr Leute Lottoscheine kaufen, desto mehr Geld kann man auch für die Kultur ausgeben. Es ist auch wichtig zu wissen, dass die Ressourcen nicht für operationelle Unterstützung gegeben werden kann. Also bei der Abrechnung dürfen zum Beispiel Telefonrechnungen, Nebenkosten nicht abgerechnet werden. Es geht wirklich nur um die Finanzierung von Kunstwerken oder kulturellen Produktionen oder die Publikation von solchen Werken. Die Unterstützung darf also nur für solche Sachen ausgegeben werden. Also nicht Betriebskosten. Und dadurch werden halt nur Kunstwerke unterstützt. Ungefähr, also mehr als 10% der Gelder gehen in die ungarischen Gebiete jenseits der ungarischen Grenzen, also in die ungarischen Gebiete. Also man kann sich nicht nur aus Ungarn her bewerben, sondern auch aus Siebenbürgen zum Beispiel oder der Ukraine, Rumänien, ungarische Gemeinschaften oder Künstler aus diesen ungarischen Gemeinschaften. Sozusagen. Igen. Als Auslandsungar mit einem ungarischen Pass. Ist das eine Voraussetzung? Ja, natürlich. Also es sind auf jeden Fall solche, die der ungarischen Gemeinschaft angehören, also ungarische Nationalitäten. Zum Beispiel in Klausenburg, in der Hauptstadt von Siebenbürgen, wo es 20% Ungarn gibt, da gibt es ein ungarisches Theater und ein ungarisches Opernhaus. Oder in anderen Gebieten, wo es 100%ige ungarische Minderheiten gibt, wo ein Dorf oder eine Stadt 500 Kilometer von der ungarischen Grenze
100% der Bevölkerung Ungarn sind, da gibt es auch ein ungarisches Theater. Die können sich genauso bewerben wie zum Beispiel ein Theater in Budapest. Es gibt Künstlergebiete, die von uns 100%ig unterstützt werden. Und es gibt auch Bereiche, wo wir nur kleinere Unterstützungen leisten. Also das ganze Theatersystem wird nicht von uns unterstützt, aber für eine neue Produktion können sich die Theater an uns wenden und um Unterstützungen werben. Also es ist ein sehr komplexes System und ich, Gott sei Dank, ist es sehr fachlich, auch seit 20 Jahren. Und ich selber als Vorsitzender habe keine Möglichkeit, mich einzumischen in die Arbeit des Kuratoriums. Ich kann sie beraten und teilnehmen an diesen Sitzungen, aber seitdem ich Vorsitzender dieser Stiftung bin, war ich noch an keiner einzigen Sitzung beteiligt. Also ich möchte die Entscheidungen nicht mal mit meiner Anwesenheit beeinflussen. Mal kurz erklären, wer das Kuratorium besetzt. Also so wie es Fachgruppen gibt, so viele Kuratorien gibt. Es gibt ein literarisches Kolleg, es gibt... Setzt das Kuratorium, also wer entscheidet, wer da drin sitzt im Kuratorium? Die Mitglieder der Kuratorien werden von den Berufsorganisationen delegiert. Das heißt, im literarischen Kolleg werden von den literarischen Berufsorganisationen die Mitglieder geschickt und der Minister darf das nicht darüber urteilen. Das muss offiziell ernannt werden. Das ist die eine Hälfte des Kuratoriums. Und für die andere Hälfte werden Vorschläge gemacht von der fachlichen Gemeinschaft und aus diesem Fachkreis wird ein Kurator von dem Minister ernannt. Also die Hälfte wird vom Minister ernannt, aber das dürfen nur Fachleute sein. Es darf also nicht jemand sein, der nicht Fachmann in diesem Gebiet ist. Die Verbände besetzen die Kuratorien. Das ist interessant. Wir werden in der nächsten Runde darauf zu sprechen kommen, genau wie die Gremien unterschiedlich besetzt sind in den verschiedenen Ländern. Weil ich denke, das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, aus welcher Sicht und mit welchen Eigeninteressen gehandelt wird. Herr Liefrand, ich würde noch mal einsteigen wollen. Sie haben eben betont, die identitätsstiftende Wirkung der estnischen Sprache, auch durch die Okkupationszeit hindurch. Mit der Okkupationszeit, und da stelle ich jetzt, meinen Sie sowohl die von 41 bis 43, wie auch die von 46 bis 91, also beide. Jetzt gibt es in Estland eine große russische Minderheit, die Russisch spricht. Die Philosophie, die Sie gerade dargestellt haben, sagt im Grundsatz, es geht um estnische Nationalkultur. Inwieweit sind die russischsprachigen estnischen Bürger ebenfalls ein Teil, beziehungsweise können teilhaben an dieser Förderung? Wie groß ist da die Partizipationsmöglichkeit? Ich meine, wir reden ja von etwa, glaube ich, 30% der estnischen Bevölkerung, ungefähr. Ungefähr. Leider kann ich nicht prozentuell sagen jetzt oder Nummer geben, wie groß ist jetzt dieser russische Teil in unserer Kulturpolitik. Aber was kann ich sagen, dass viele Russen und russische Künstler, zum Beispiel Architekten, sind ganz normaler Teil in estnischem Kulturleben natürlich und es spielt ja keine Rolle, bist du Este oder Russe in Estland, wenn du hat Staatsgehörigkeit, dann kannst du natürlich auch diese Unterstützung fragen immer. Wir haben auf Sonderverein russische Künstler zum Beispiel, das ist auch eine historische Tradition, diese existierte schon vor dem Zweiten Weltkrieg und wir haben auf ethnische russische Schriftsteller in Estland und auch ein staatliches russisches Theater in Tallinn. Wenn ein Theater. Und auch hessisch das war jetzt. Und das arbeitet schon seit 1947. Kann auch sagen, dass noch vor dem Zweiten Weltkrieg
Er war keine professionelle russische Theater in Estland, aber war deutsche Theater. Ja, nicht umsonst ist eine Straße nach Herrn Kotzebue benannt, ganz klar. Ja. Wunderbar. August von Kotzebue natürlich, ja, ist eine ganz wichtige historische Figur in Estland, wie auch in Deutschland. Und darüber können wir auch lang ja, reden, weil Kotzebue hatte in diesem Jahr zum Beispiel eine große Jubiläum in Estland. Ich sage nur, dass pünktlich vor 200 Jahren Kotzebue war letztes Mal Direktor von Tallinner oder Revaler Stadttheater. Und jetzt gibt es in diesem ehemaligen Theatergebäude auch eine Gedenktafel für das. Ich finde das ganz schön. Ich hake noch einmal nach, natürlich zur Frage nach der russischen Minderheit, ja, oder russischsprachigen Minderheit. Sie beschreiben jetzt die Institutionen, die sozusagen rein russisch sind, sozusagen russisch produzieren, also in der Sprache, aber auch in der Zusammensetzung. Das Wendetheater besteht da zum großen Teil aus russischsprachigen Mitarbeitern. Ist das nicht auch die Gefahr einer Segregation, die durch die Kulturförderung zumindest nicht, ich sag mal, verhindert wird? Ja, das ist ein ganz interessante Situation eigentlich, weil es kann auch sagen, dass es sieht aus wie Segregation, aber an anderer Seite kann man sagen auch, dass da gibt es auf ein ganz lange Tradition, und diese Tradition kann nicht fast durchschnitten. So alle muss ja Step by Step gehen. Und mehrere russischsprachige Leute nehmen Teil von estnischem Kulturleben. Das finde ich sehr, sehr sympathisch. Und was ist auch ganz interessant, dass wir unterstützen nicht nur russische Theater, aber auch russischsprachige Zeitschriften doch noch. So, wir haben auch Literaturzeitschrift zum Beispiel, das ist auf Russisch. Herzlichen Dank. Frau Haas, vielleicht, wenn ich weiterschreiten darf. Wir hatten jetzt die Runde natürlich auch konzentrieren wollen auf die Evaluation selber. Das heißt, auf welcher Grundlage wird in der Kulturstiftung entschieden und vor allen Dingen auch in welchem Gremium? Inwieweit ist da die Mischung aus künstlerischem Fachbeirat, aber auch politischer Partizipation in der Entscheidungsfindung definiert? Ich würde gern dazu einführen, als ein zweites kurzes Thema. Vor einigen Tagen hat Thomas Oberende ein Interview veröffentlicht in der Zeit und macht so eine, sage ich mal, neue Schablone der Kulturförderung auf, die nicht mehr in diese freie Szene, feste Häuser-Variante sich dreht, was ja in Berlin, sage ich mal, diejenigen, die hier an dieser Auseinandersetzung beteiligt sind, in den entsprechenden Schützengräben sitzen, kennen das, sondern er teilt es auf in Interpretation oder Interpretationisten und kreierende Kreationisten. Ich finde es interessant, auch für was er jetzt sich selber hält, beziehungsweise die Institution, die er leitet. Ich verstehe ihn so, dass er sich für die kreationistische Seite sozusagen entschieden hat. Ist das etwas, was Sie als neues Unterscheidungsmerkmal, wie bewerten Sie das aus Sicht der Kulturstiftung des Bundes, sollte das Einzug halten als neues Denken in der Entscheidungsfindung Ihrer Gremien? Also das ist zumindest mal, finde ich, ein sehr interessanter neuer Gedanke in der Debatte. Ich komme ja selber ursprünglich mal aus der sogenannten freien Szene als Interessenvertreterin für freies Theater und kenne die Nöte deswegen sehr gut. Also was es auch heißt, wenn eben genau die Infrastruktur nicht finanziert wird vom Förderer, sondern nur die Produktion. Wir alle kennen, glaube ich, hier die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, denn zwischen den Produktionen muss ja auch was geschehen, wenn man Menschen bezahlen und binden möchte. Aber gut, insofern ein sehr interessanter Gedanke von Oberender. Für uns vielleicht insofern sehr brauchbar, um das ein bisschen despektierlich zu sagen, weil wir natürlich als
Stiftung auf Bundesseite immer in Kooperation mit den Ländern eher für die Kreation zuständig sind. Also Produktion heißt natürlich etwas Neues erfinden und nicht selten wird natürlich auch gestöhnt über diesen Innovationsbegriff, der bei uns aber eigentlich nichts anderes heißt als Öffnung. Öffnung gegenüber neuen Ideen, neuen Impulsen, neuen Kooperationen, neuen künstlerischen Herangehensweisen und so weiter. Also das, was wir versuchen zu befördern mit jeder unserer Förderung, ob das jetzt in einem Programm ist oder die Projektförderung auf Antrag, ist eigentlich immer das Widerständische. Die Frage, die Auseinandersetzung mit Normen. Insofern hat Förderung bei uns, würde ich sagen, so gut wie immer eine sehr hohe gesellschaftspolitische Dimension. Findet sich eher wieder in der Kreation und in dem Ausprobieren von Neuem als im Vorhalten von Repertoire. Dafür sind wir sozusagen qua Funktion nicht wirklich zuständig, aber vielleicht auch nicht vom Kulturbegriff her, der sich mit dem Wort Innovation und Projekt verbindet. Vielleicht da direkt nachgefragt. Wenn Sie Kreation so definieren, würde das nicht heißen, dass die Unterstützung von Festivals, deren Leistung darin besteht, bereits Kreiertes zu kuratieren, ist das ein eigener kreationistischer Prozess aus Ihrer Sicht? Kuratoren würden wahrscheinlich sagen ja. Mit Sicherheit. Weil es natürlich darum geht, auch ein Statement abzugeben, ja, mit der Programmauswahl. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir fördern im Hebbel am Ufer, im Hau, im nächsten Jahr eine deutsch-ungarische Kooperation, die heißt Leaving is not an Option. Mhm. Wo ungarische interessante Künstlerinnen und Künstler bis hin zur bildenden Kunst eingeladen werden, wo wir uns erhoffen, und das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, im Gegensatz zu dem, was die Kollegen mit abdecken müssen, wir als Kulturstiftung des Bundes sind nur dafür zuständig, internationale Impulse nach Deutschland zu holen. Deswegen ist Sichtbarkeit in Deutschland für uns so wichtig. Also wir fragen die Kollegen aus allen Ländern, mit uns hier in Deutschland ihre Sachen zu zeigen und zu entwickeln und am liebsten zu koproduzieren. Dafür brauchen wir natürlich auch die Partner in den anderen Ländern, auch die Stiftungen, die ihrerseits ihre Künstler unterstützen, rauszugehen. Der Export der deutschen Künstlerinnen und Künstler und Kunst, der wird natürlich über das Goethe-Institut, also über die Goethe-Institute bzw. das Auswärtige Amt eigentlich abgedeckt, wenn auch mit zu wenig Geld, das möchte ich hier auch gleich sagen. Also insofern würde ich sagen, um auf Ihre Frage nochmal einzugehen, ja, es ist ein künstlerischer Prozess und ich glaube, man darf Oberender jetzt nicht missverstehen, dass sozusagen nur noch die Produktion gefördert werden soll, denn er redet ja auch davon, dass sein Haus bespielt wird und das kann er nicht nur über zu produzierende Sachen machen, sondern er muss auch einladen, meine ich. Mit Sicherheit, ja, aber dadurch, dass er sozusagen die Diskussion um den Begriff und um seine Definition jetzt eröffnet ist. Ja. Die Frage ist, was lädt man ein? Und da finde ich doch die Frage des Repertoires und der Interpretation eine kluge. Denn daran kann man natürlich ein Profil auch ausmachen. Also wohin richtet sich der Fokus? Und ich glaube, Kunst und Kultur, die nur affirmativ ist, kann sich auf beiden Seiten finden, sowohl bei der Projektentwicklung als auch beim Auswahl von Repertoire oder Interpretation. Also daran kann man nicht eine politische Gesinnung oder Ähnliches festmachen. Ja, es ist erstmal eine Arbeitsweise. Dankeschön. Herr Seemann, ich wollte nochmal zu sprechen kommen auf jenes ominöse Jahr 2012. Frau Slevogt sprach schon von jenem Zitat, Kunst als linkes Hobby. Ich habe es einfach so hängen geblieben, weil sich das auch eingefräst hat. Und das wird auch Gründe gehabt haben, warum ausgerechnet dieses Wort so hängen geblieben ist, weil es natürlich auch auf Empfindsamkeiten trifft, logischerweise. Ich las einen Artikel von Jan Vandenberg, ich glaube der ehemalige Leiter von De Balie, der sich dahingehend geäußert hat, dass die Depression innerhalb der künstlerischen Community, die nicht zu jenen großen Häusern gehört, die Sie eben beschrieben haben, dass diese Depression dazu geführt hat, dass eigentlich die Proteste innerhalb der holländischen freien Kulturproduzenten relativ gering waren. Wir haben das auch von unseren Freunden, beispielsweise von N Company, die damals koproduziert haben mit Frascati, die anlässlich der Proteste zufällig gerade dort waren, genauso berichtet bekommen, dass es zwar einen Protestzug gab, auch mit gewisser Fantasie ausgestattet, aber dass sich damit fast der Protest auf der Straße erschöpft hatte. Haben Sie für diese
Müdigkeit in der Mangelung eines besseren Wortes eine Erklärung? Das stimmt genau, dass die Proteste sehr, da war wenig Proteste eigentlich. Meiner Meinung nach ein bisschen so, dass die Künstler sich nicht wirklich realisiert haben, was die Folgen seien. Und das stimmt wirklich, das war so ganz mild eigentlich. Also Sie würden sagen, aber im Sinne von, die Empfindung war, es ist ein Gewohnheitsrecht, diese Förderung zu erhalten und war dann eine Überraschung, sie nicht mehr zu erhalten. Wie würden Sie den Prozess beschreiben? Bei mir ist das so stark aufgefallen, wir haben ja projiziert, ich habe mir nochmal diesen Protestbrief durchgelesen, den hier viele deutsche Theaterschaffende und Intendanten und Intendantinnen unterschrieben haben. Ja. Gut, ich sag mal, nur man hatte den Eindruck, woher kommt das, diese Müdigkeit? Ja, das ist schwer zu sagen. Das ist ein bisschen so naiv vielleicht, denn die Künstler gedacht haben, das wird nicht so schlimm sein. Dass, normalerweise in vorher war es auch so, dass so weniger Budget für die Künste da waren und dann war es ein bisschen restauriert nachher. Und die haben vielleicht auch noch gedacht, dass das wird nicht so schlimm sein, das wird nochmal besser werden. Aber das ist meine Meinung, aber ja, so das war kein richtiges Protest. Aber so schnell kann es gehen. Ja. Ja. Lieber Laszlo El-Simon, ich hab mir den Artikel durchgelesen, den Sie uns mal gesandt hatten, einen Artikel, den Sie 2010 veröffentlicht haben, zur Kulturpolitik und zur kulturpolitischen Förderung. Da haben Sie beklagt, das fand ich interessant, die Austrocknung der Kulturförderung. Es ging hier insbesondere um das Buch, um Literatur, ja, haben das massiv beklagt, hatten da auch eine Argumentation, dass sozusagen eine Elitenfeindlichkeit dem zugrunde läge. Wir sprechen vom Jahr 2010. Vorgestern erschien in der Berliner Zeitung ein Artikel, der denselben Vorwurf erhebt, der, sage ich mal, Austrocknung einer Szene. In dem Fall, wir diskutierten bereits im vorherigen Panel um dieses Thema, einer jungen, mittleren Theaterszene, die auch international agiert, beispielsweise die Gruppe Hop Art von Shaba Polgar wurde genannt, die jetzt mit einigem Erfolg in Deutschland aufgetreten ist. Es ging so weit, dass Gelder, die in 2012 ausbezahlt werden sollten, eingefroren wurden. Das erscheint im ersten Moment paradox, weil ich verstand Ihr Plädoyer 2010 so, dass Sie die Förderpolitik der alten Regierung beklagt haben in der Austrocknung. Ich verstehe das, was ich in der Berliner Zeitung lese, allerdings als eine neue, andere Art der Austrocknung. Das heißt, ist hier nur eine Austrocknung durch die andere ersetzt worden? Ich bin jetzt in einer sehr schwierigen Lage, denn der Artikel, über den Sie sprechen, ist, da ging es um die Förderung des ungarischen Verlagswesens. Das habe ich zu einer Zeit geschrieben, als ich noch nicht in der Politik war. Man kannte mich nicht als Kulturpolitiker, sondern als ungarischen Redakteur, Verlagslektor, der seit vielen Jahren Policies schreibt, also Analysen schreibt, die über den kulturpolitischen Hintergrund, über die Finanzierung des ungarischen Kulturlebens handelten. Seitdem hat sich einiges geändert und nicht nur wegen der Wahlen, nicht nur, weil eine Regierung an der Macht ist, deren Kulturstaatssekretär ich auch mal war, sondern die grundlegende Veränderung ist, um auf den Verlag zurückzukommen, dass der Buchmarkt hat sich völlig verändert. Entsprechend der heutigen modernen Technik, was ich vor 5 Jahren beanstandet habe, damals an der Kulturförderung beklagt habe, es wäre heute Anachronismus, dass deswegen uns
an den Pranger zu stellen, denn wir müssen unsere Förderungspolitik in eine ganz andere Richtung verschieben. Bei den Printmedien, Printbüchern ist ein ganz enger Markt. Es geht um 10 Millionen Menschen, ein Land mit 10 Millionen Menschen, was auf eine, in einem Land wie der Bundesrepublik mit 80 Millionen Einwohnern selbst erhalten sein können, finanziell tragbar sind, ist bei uns ein unheimlich kleiner Markt und sie können nicht mal sich selbst aufrechterhalten. Deswegen bedürfen sie der Unterstützung. Deswegen sage ich immer, in den USA ist die Zeitschrift Physical Language ist eine Zeitschrift, die absolut nur eine enge Schicht bedient, aber auf dem amerikanischen Markt kann sie leben. Eine ähnliche Fachzeitschrift erscheint nur in einer Auflage von einigen hundert Exemplaren. Das heißt, vom Verkauf kann die nicht rentabel sein. Deswegen müssen wir bestimmte Dinge unterstützen und fördern. Und wir arbeiten heute daran, wie wir die Förderung von der Printmedien so unterstützen können, dass wir wirklich die besten Experten in Richtung digitale Publikationen verschieben. Sie motivieren, dass sie sich von den Printmedien loslösen als Informationsträger. Und es gehört sich heute als Entscheidungsträger gehört sich nicht, damit zu kommen, wie ich die vorherige Regierung gegeißelt habe, sondern wir müssen einfach als Vorbild, als Beispiel ein besseres Modell zeigen. Wir müssen das Förderungssystem so umgestalten, dass wirklich ausschließlich die fachlichen Gesichtspunkte zum Ausdruck kommen. Und das ist deswegen komisch, weil von hier aus ist die vorherige Diskussion, die ziemlich symbolisch oder fast eine Glaubenskongregation war, waren sehr viel emotional, sehr stark emotional geladen. In einer solchen Situation, wo in der deutschen Öffentlichkeit ein sehr komisches Bild über Ungarn besteht, ist es natürlich komisch zu hören, dass ich für die Fachlichkeit bin. Aber das ist nun mal so. Also stimme ich völlig überein. Ich würde auf eine letzte Runde gehen, bevor wir fürs Publikum öffnen. Vielleicht eine Art kurze Ausblickrunde. Wir haben jetzt gehört, und das finde ich sehr interessant, konsumtive Ausgaben bzw. konsumtive Steuern spielen eine Rolle. Also die Systematik Alkohol, Zigaretten, Glücksspiel. Ja? Wobei wir natürlich auch die Segnung der Lotto-Stiftung in Berlin und in anderen Städten kennen, als wichtige Kulturförderer auch in Deutschland. Wobei das natürlich mit der Kulturstiftung des Bundes jetzt erstmal nicht im Zusammenhang steht, aber durchaus einen Teil der deutschen Förderlandschaft konstituiert. Wir haben von den Abschmelzungen gehört in Holland und welche Folgen oder auch Nichtfolgen die haben. Eine entscheidende Frage ist natürlich, so wie das an unterschiedlichen graduellen Abstimmungen als Neudefinitionen und auch als Krisendefinitionen begreifen, was ist ein Ausblick bzw. was sind neue Instrumente? Sie alle, bis auf Herrn Liefrand, der das verfolgt natürlich, sind in Institutionen, die eben permanent gefordert sind, neue Instrumente zu entwickeln, in einer, wie Sie formuliert haben, Herr Elschimon, sich digital rapide verändernden Zeit. Das heißt, was können wir erwarten in den nächsten 5 Jahren in einer Richtungsänderung Ihrer Institutionen aufgrund dieser Krisenhaftigkeit? Würden Sie uns ein kurzes Statement zum Abschluss geben, bevor wir kurz ins Publikum öffnen werden, was diese Methoden sein werden, was ist die Vision Ihrer Institution? Vielleicht beginnen wir mit Frau Haas. Ich würde vorher gerne noch 2 Sachen sagen, gerne, die bisher nicht ganz deutlich geworden sind, glaube ich. Also zum einen halte ich es doch für eine große Errungenschaft der Kulturstiftung des Bundes als Konstrukt ihre Politik ferne. Das heißt also, weder ist die Leitung politisch besetzt, noch sind die Gremien, die Fachgremien politisch besetzt, allerdings politisch berufen. Also das vielleicht ja, nochmal zur Ergänzung. Wir haben natürlich auch Fachjuries,
Da ist der Begriff der Unabhängigkeit so wichtig. Also es sind Experten, aber es sind unabhängige Experten, die insofern auch ihre Unabhängigkeit bewahren müssen, als dass sie, während sie in der Jury sitzen, selbst keine Anträge stellen dürfen. Das sind keine Verbandsvertreter. Und auch ihre Institution nicht. Genau, also das ist genau extrem so wichtig, weil es vorhin auftauchte, die Irritation mit Verlaub. Das zweite Wichtige ist, eine Rollenklarheit zu bewahren, also als Förderer und Politiker. Insofern sind in unseren Gremien, unser oberstes Gremium ist der Stiftungsrat. Der Stiftungsratsvorsitzende ist gleichzeitig der Kulturstaatsminister oder die künftige Kulturstaatsministerin, je nachdem. Das heißt, das ist qua Amt so geregelt. Es sind aber Vertreter der Länder, des Bundes, aller Fraktionen und so weiter vertreten. Also wir haben eine Pluralität, die das widerspiegelt, was in Deutschland die Kulturförderung ausmacht. Eben den Föderalismus, die Pluralität der Förderer. Sie haben auch die Stiftungen erwähnt. Es gibt Landesstiftungen, es gibt Lotto-Stiftungen, es gibt Sparkassenstiftungen, es gibt Sponsoren, es gibt Landesförderung, es gibt Stadtförderung. Und insofern sind wir natürlich in Deutschland auch glücklich damit, dass, wenn ein Förderer ausfällt, es nicht heißt, dass diese Gruppe, dieses Projekt nie wieder Förderung bekommt. Also dieser Zentralismus ist hier natürlich strukturell nicht vorhanden. Das, glaube ich, muss man einfach betonen. Und dafür bin ich darüber bin ich glücklich. Das zweite Wichtige ist die Unabhängigkeit der Jury. Das habe ich gesagt, Vermittlung ist ein wichtiges Thema. Also nicht nur Kunstproduktion, sondern auch die Vermittlung. Das ist ein Thema, dem sich die Institutionen genauso stellen müssen wie bestimmte Sparten. Wir haben zu Tanzplan Deutschland oder zum Netzwerk Neue Musik was gemacht, weil wir den Eindruck haben, dass bestimmte Sparten sich vielleicht anders aufstellen können, wenn sie von uns auf Zeit eine Förderung bekommen. Und um Ihre Frage zu beantworten, ich denke, eine der größten Herausforderungen ist tatsächlich die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Wie kann das gehen? Also das Föderalismus, also sozusagen das Verbot der Kooperation wird jetzt diskutiert. Und ich glaube, dass wir das sehr produktiv nutzen könnten, wenn Bund und Länder da Hand in Hand arbeiten. Ein großes Thema ist natürlich die Kommunen, die einfach leere Kassen haben, aber eigentlich zuständig sind für die Wurzelförderung der Kultur. Also das werden die Themen sein, die uns beschäftigen. Wie können da sinnvolle Programme aufgebaut werden, die eine Chance haben? Ich sage es nochmal, das ist für uns immer das wichtigste Kriterium, nachdem wir wieder aussteigen müssen, fortgeführt zu werden, wenn sie sich denn bewährt haben. Also das wird, glaube ich, das Thema der Zukunft sein. Ja, das berühmte Fade-out. Haben Sie Hoffnung, kurz nachgefragt, für die Koalitionsverhandlungen, dass sich am Kooperationsverbot was tut? Wir sind jetzt selber gespannt natürlich, wir wissen ja auch nur so viel wie Sie aus den Medien, haben den Koalitionsvertragsentwurf gelesen und sind erstmal froh, dass es auf der Agenda ist und schauen wir mal, wie sich das dann mit Leben füllt, weil das kennen wir ja alle hier, die Mühen der Ebene sind immer die Umsetzung solcher Gedanken und wenn ich Ihnen noch ein Beispiel geben darf, wir haben im Bereich der kulturellen Bildung ein großes Programm, Kulturagenten für kreative Schulen, da ist gerade Halbzeit. Wir machen uns halb tot damit, in 5 Bundesländern mit 150 Agenten an 50 Schulen mit den ganzen Interessenvertretern der Bundesvereinigung Kulturelle Bildung und so weiter, da klug dieses Programm so zu realisieren, dass sich alle Interessen wiederfinden, dass die Expertise aller eingewoben ist in das Programm und dass es eben danach auch fortgeführt werden kann. Also das ist in der Praxis sehr, sehr schwierig. Aber kein Grund, da nicht weiterzumachen. Herzlichen Dank. Herr Seemann, was ist denn die Methode des Fonds Podium Kunsten? Ich sag mal, wieder neue Inspiration zu geben und neue Programme aufzulegen, um, ich sag mal, die berühmte Müdigkeit zu vertreiben. Ja, das ist immer die Frage, wie man das machen kann. Wir haben neue Programme entwickelt. Zum Beispiel, wir hatten vorher mehr als 20 Produktionshäuser, heißt das, wo man die jungen Künstler neues Werk kreieren können. Die sind nicht mehr unterstützt vom Etat, auch nicht von uns. Deswegen ist die Frage und glücklicherweise unsere neue Regierung, unser neuer Minister für Kultur, Talententwicklung,
Bildung ist sehr wichtig. Wir haben im Fonds Podium Kunst auch ein neues Programm für junges Talent entwickelt. Und wir haben auch für junges Talent im internationalen Bereich ein neues Programm, das wir hier an Anfang nächstes Jahr beginnen werden. Was ich noch nicht gesagt habe, wir haben, früher war eigentlich Qualität das wichtigste Kriterium bei uns. Und jetzt? Jetzt ist Qualität noch immer wichtig, aber daneben gibt es auch Diversität, Pluriformität und auch sehr wichtig ist Cultural Entrepreneurship. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt, aber auch so. Ich hab Google Translate und es kam die gleiche Übersetzung. Ja, das hört sich jetzt an wie stark marktwirtschaftliches Denken. Man soll als Künstler, als Gruppe auch wenigstens 20% eigenes Einkommen haben. Im Rahmen der Beantragung, ja. Was ja genau entsprechen würde dem berühmten 20% bei der Kulturstiftung des Bundes. Das muss bei uns aber nicht, müssen keine Eigenmittel sein, könnte auch eine Förderung Dritter sein. Dann was wirklich, Sie haben darüber gesprochen, die linke Hobby, glücklicherweise, das war die Partei für die Freiheit, Geert Wilders, die so die Wahnsinnideen hätte und noch immer hat. Glücklicherweise ist er jetzt nicht in die Regierung. Die Regierung redet wieder positiv über Kunst und Kultur, das ist schon etwas Gutes. Das heißt nicht, dass auch mehr Geld dazu kommt. Ja, das wollte ich fragen, weil das ist natürlich sehr kaufmännisches, ich möchte nicht sagen holländisches Denken, aber von ihrer Abschmelzung auf 43 Millionen ist sie denn durch die neue Koalition, heißt die das Erwartung ist, war ja offensichtlich, wir haben noch immer finanzielle Krise in den Niederlanden, glaubt es oder nicht. Aber und dann kommt einfach kein Geld für Kunst dazu. Was auch, dass die Phrase Kunst ist eine linke Hobby, das hat wirklich viel Schaden gemacht. Und das wird ein bisschen besser. Das heißt auf Holländisch heißt das maatschappelijk draagvlak. Das heißt auf Deutsch, glaube ich, Massenkompatibilität. Ja, stimmt das? Kompatibilität. Mir fällt es auch schwer. Das ist ein sehr wichtig für uns. Mhm. Ich glaube, dass Esther heute Nachmittag gesagt hat, dass die Massenkompatibilität ist das ein wichtiges Kriterium für das Fonds in den Niederlanden. Mhm. Das ist kein Kriterium für uns, aber es ist ein sehr wichtiges Thema. Aha, kein Kriterium, aber ein wichtiges Thema. Ja, das ist etwas anderes. Also, die Kriterien habe ich soeben genannt. Aber ja. Dann noch ja, bitte. Eine letzte Sache. Ich habe das eine halbe Stunde vorher ich hierher kam. Ein Freund von mir hat mir angerufen heute Morgen, ist ein riesen Artikel in den NRC Handelsblatt, das ist wie der Frankfurter Allgemeine, gestern, dieses Wochenende. Und das ist der Managing Director vom Stadttheater in Amsterdam, hat, ich kann das nicht alles, ich habe es sehr schnell gelesen, aber er sagt, dass the Headline of the Article ist, Top Ballett kann man auch von St. Petersburg einfliegen. Und das handelt sich darum, dass er sagt, wir haben so 9 große Theatergesellschaften, 11 Orchestern, 17 kleinere Musikensembles, 4 große Tanzgruppen. Er sagt, wir brauchen die nicht alle in den Niederlanden. Wir haben viel zu viele Gruppen. So Nationalballett, das handelt sich darum. Die kriegen das meiste Förderung, das meiste Geld. Hör damit auf, flieg einfach von Paris oder von Budapest und von St. Petersburg ein Nationalballettkompanie ein. Das ist viel billiger. Und das war gestern in der Zeitung und ich bin neugierig, wie das die Diskussion jetzt in Holland beeinflussen werden soll. Oh je, auch da könnte man lang drüber sprechen. Das ist sehr aktuell. Und wer die Bedingungen, ich trete einmal aus der Moderatorenrolle raus, wer die Bedingungen von osteuropäischen Theatern kennt, die auf Gastspielreise in Deutschland sind,
im Bus schlafen, im Theater duschen, für, ich sag mal, unter 20 Euro am Abend auftreten, der weiß, was das für eine tolle Idee ist, sozusagen. Aber in der Diskussion von heute, ja, über nur Nationaldenken. Klar. Wir haben, das soll ich auch noch nennen, wir haben ein Projekt jetzt, wir haben Fri Leise, die ist jetzt Intendant bei Wiener Festwoche eingeladen, für ein Projekt, und das machen wir zusammen mit 5 Fonds, Prinz Klaus Fonds, FSB, von die 5 private Fonds. Wir laden Gruppen von Asien, Afrika und Lateinamerika ein, Tournees zu machen in den Niederlanden. 7 Städte in den Niederlanden machen mit. Und das ist ein sehr schwieriges Programm, aber wir arbeiten zusammen, wir fördern die Gruppen zusammen. Wir machen das jetzt zum zweiten Jahr. Nächste Saison machen wir das auch wieder. Und Fri Leise haben wir gefragt, die macht die Selektion für die Gruppen. Und das ein Zitat von Fri ist, heute Nachmittag haben sie gesagt, den Ausblick ist immer wichtig. Fri sagt, man soll die Fenster und die Türen offen. Einflüsse von draußen. Und nicht nur im eigenen Land. Und ich glaube, vielen Dank, wer das Foreign Affairs gesehen hat im vergangenen Jahr unter Fri Leise, der weiß im positivsten Sinne, was mit der Aussage gemeint ist. Ja, die hat in Berlin hier gearbeitet. Ja, ich meine, es war ein ganz grandioses. Und das war sicher ein kreationistisches Kuratieren, mit Sicherheit. Lieber Herr Schimon, letzte Frage. Wir haben eben eine Diskussion erlebt, ich sag mal emotional erhitzt. Am Ende nehme ich einen Satz auf von Attila Widnyansky, dass man doch eigentlich so offen miteinander sprechen könnte. Das sage ich jetzt völlig naiv, wie man es hier getan hat. Es war eine Frage von einer jungen Dame, die dort hinten saß, die fragte, warum sprecht ihr in Ungarn nicht so miteinander, wie ihr das hier am Tisch getan habt, hat das, um das nochmal auf die Ebene der Kulturförderung zu bringen, sehen Sie Möglichkeiten und Methoden in der zukünftigen Ausgestaltung der Stiftung, für die Sie mitverantwortlich sind, ob eine Art Dialogform, eine Mitnahme, ein Miteinander sprechen, ob das eine Form kriegen kann für eine zukünftige Kulturförderung? Oder sehen Sie da einfach eine Krise, die sich zementiert hat? Macht Sie das hoffnungsvoll, die Veranstaltung? Ich habe nicht das Gefühl, dass die Situation hoffnungslos wäre. Und es gibt auf jeden Fall Probleme, die überdimensioniert sind. Und in Ungarn sehen sie völlig anders aus als hier. Es gibt neuralgische Punkte, in denen es einen zu großen Hysteriefaktor gibt, wie zum Beispiel in dem Theater. Aber es gibt auch Fragen, in denen man sehr sinnreiche, sehr wertvolle Diskussionen und Dialoge führen kann in Ungarn. Also wenn wir jetzt nur das Problem der Kulturfinanzierung betrachten, im vergangenen Jahr gab es 4 wichtige öffentliche Dispute, wo ich auftrat, zusammen mit dem ehemaligen sozialistischen Kulturminister und auch mit einer wichtigen Persönlichkeit der Opposition, wo man wirklich sehr normal und klug darüber reden konnte, wofür Gelder ausgegeben werden und noch müssen, wie die Finanzierung der ungarischen Kultur aussehen soll. Es stimmt nicht, dass es keine guten Diskussionen gibt. Es gibt sehr viele Fragen, wo man gut miteinander reden kann. Das Feld oder das Gebiet des Theaters ist vielleicht sehr exponiert. Unsere Probleme werden sehr stark auf die Oberfläche gebracht. Das ist kein neues Phänomen. Seit Jahrzehnten gibt es Diskussionen in Ungarn, die aus irgendeinem Grund für die Öffentlichkeit in Westeuropa interessant werden, für ein bestimmtes Publikum, Fachpublikum. Und ich werde nie vergessen, wie mich einmal ein schwedischer Reporter anrief und sagte, ich sollte bitte
die Ernennung eines ungarischen Direktors kommentieren und ich Theaterdirektors und ich sage, in Schweden wissen Sie, wo Budapest liegt, wo dieses Theater liegt und wer überhaupt, welcher Schauspieler da ernannt wurde. Wir sind sehr froh darüber, aber in der ungarischen Presse beschäftigen wir uns überhaupt nicht darum, welche Theaterdirektoren in Schweden ernannt wurden. Also denke ich, dass das Problem nicht so wahnsinnig brennend ist, wie das vielleicht aufs Erste aussehen würde. Aber eine Sache ist sicher, wenn ich jetzt noch auf Ihre letzte Frage antworten darf. In Ungarn müssen auch sehr viele Fragen umgestaltet werden in Sachen Kulturfinanzierung und Finanzierung des Theaters bedarf weitere Reformen. Und man kann eine Umwandlung der Finanzierungssysteme nicht so verwirklichen, dass überhaupt keine Interessen dabei verletzt werden. Ich würde ganz gerne Projekte finanzieren, also auf der Basis von Projekten bei den unabhängigen Gruppen, Theatergruppen. Denn sehr viele haben sich schon daran gewöhnt, dass sie bestimmte Gelder bekommen und das sieht aus wie so ein Vorrecht oder wie ein Kredit. Man könnte vielleicht sagen, wir sollten nicht bestimmte Sachen, Organisationen unterstützen und dass sie dann bestimmte Gelder bekommen, wovon sie auch Benzinkosten und Telefonrechnungen finanzieren können, abrechnen können, unabhängig von der Zahl ihrer Vorführungen, sondern man sollte die Aufführung von bestimmten wertvollen Stücken finanzieren. Und man könnte zum Beispiel auch die ländlichen Theater finanzieren, dass sie auch Schauspielergruppen aufnehmen, die kein eigenes Theater haben und dafür Unterstützung bieten. Und das würde das ganze System umschreiben und es gäbe natürlich einen Riesenaufschrei und sehr viele Menschen würden herkommen und würden alle behaupten, dass aus politischen Gründen die Gelder entzogen wurden. Und die würden nicht sagen, in den letzten 10 Jahren habe ich nicht mal 2 Stücke aufgeführt und deswegen bekomme ich keine Unterstützung. Eine Vision ist, wieder von infrastruktureller Förderung zu Projektförderung zu gehen, was ja interessant ist, weil in Deutschland die Diskussion tendenziell eher genau andersrum läuft. Vielleicht zum unserem letzten Statement hier von der Bühne. Herr Liewand, zum Ausblick. Jetzt ist es natürlich bei den Ästen, ist unser Eindruck, wir sehen ja nicht nur im Hau, sondern in ganz Deutschland wunderbare Produktionen der sogenannten freien Szene von NO99 über von Kral Theater und weitere, insbesondere im Tanz. Das heißt, der Eindruck, der entsteht durch die Theaterproduktion und Tanzproduktion in Estland, ist ja ohnehin ein sehr positiver. Was lässt sich denn an diesem positiven Bild noch verbessern? Geht's noch besser? Ja, wenn ich höre Herrn Seemann, dann ich kann sagen, so, dass bei uns ist mehr besser. Wir haben mehr Theater als in Holland. So, das ist interessant. Aber wir auch. Ja, wenn ich denke über diese Krisenjahre seit 2007, 2008, und kann man sagen, ja doch, dass diese Krise existiert doch noch mehr, dann was wir haben gelernt in Estland oder was gibt es etwas Neues, dann sozusagen dank sei dieser Krise in Estland ist ja Bürgerinitiative gegründet. In Heinrich Böll Stiftung, wir haben gezeigt auf einen ganz guten Dokumentarfilm in New World zum Beispiel. Und Theme Era. Let's do it. Das bedeutet, dass nach 2007, 2008 sind in Estland auch viele neue Theatertruppen oder Tanztruppen gegründet worden. Was finanziert sich auch selbstständig, nur mit diesem Ticketsgeld zum Beispiel oder mit kleiner Unterstützung von der Staat oder auf Privatunterstützung. Dann zweitens kann ich aufpunktieren, dass nach 2007, 2008 komischerweise wir haben mehr Privatstiftungen gegründet als früher.
für Kultur. Ganz kleine Stiftungen, aber doch diese arbeiten und sind ganz aktiv. Ja, so, ja, für bildende Kunst, für Juwelierkunst zum Beispiel, für Skulptur, für junge Künstler, für Kunststudenten zum Beispiel, für junge Schauspieler. Und das finde ich ganz positiv. Und drittens. Privatstiftung heißt aber aus privatem Geld. Privatem nicht Geld. Nicht aus öffentlichem ja, Geld. Ja, das ist privatem Geld. Ja. Genau. Und drittens möchte gerne sagen, dass wieder sozusagen Dank sei dieser Krise, wir haben endlich gefunden in Estland auch Kulturfabrik-Tradition, was zum Beispiel hier in Deutschland oder in Holland ganz alte Institution ist, aber bei uns ganz neu. Und das finde ich sehr, sehr gut. Ja, dann würde ich jetzt die Gelegenheit nehmen. Vielen Dank, Herr Lieferant. Sollen wir noch? Ja, du kriegst ein Mikro, bitte schön. Ja, ich bin jetzt hier die Mikrofonfee. Wer noch Fragen hat, bitte sich melden. Es kann doch sein, dass keiner eine Frage hat bei so vielen komplizierten Themen, die wir hier besprochen haben. Ah. Oh. Herr Seemann, ich schätze bestimmt Ihre Arbeit sehr. Ich weiß nicht, wie viele Fonds Podium Künste. Es geht jetzt zur Vergleichbarkeit aller Länder um eine hypothetische Frage. Punkt 1. Gibt es in Holland, so wie jetzt hier, schriftliche Koalitionsvereinbarungen und zwar 1b, gibt es da auch Kulturpolitik drin? Zweitens, kann der Minister von CRM, Kultur, Ihr Kulturminister, der Ihnen das meiste Geld gibt, kann der Stiftung auch Vorgaben machen, politische? So, nehmen wir mal an, dass es so ist und Herr Wilders oder ein anderer sogenannter Populist ist Minister für Kultur. Und Sie sind nicht einverstanden mit der Einengung der künstlerischen Freiheit und verstoßen gegen die Regeln. Kann der Minister zum Beispiel, Sie können ja frei dazu jetzt Ausführungen machen, kann dieser Minister Sie dann auch schnell oder unter Vorwänden absetzen und zum Beispiel einen Mann seiner Couleur einsetzen? Sie verstehen schon, worauf ich hinaus will. Wenn Sie zum Beispiel gegen Koalitionsvereinbarungen ja. oder gegen Vorgaben verstoßen oder andere Dinge machen, die politisch in Holland nicht korrekt sind, nach Ansicht der Regierung. Danke. Ja, Herr Seemann, wenn Sie antworten wollen. Die Koalitionsfrage verstehe ich nicht gut. Genau, ja. Wir arbeiten als Fonds für die darstellende Künste unabhängig. Es gibt keinen politischen Einfluss, glücklicherweise. Es gibt schon, die machen so ein Kultur-Policy-Plan für die nächsten Jahre, das ist immer so. Das werden wir dann folgen oder in großer Bereich werden wir das folgen. Es gibt zum Beispiel auch im internationalen Kulturpolitik ein Policy, International Cultural Policy. Wir haben Prioritätsländer, wo wir arbeiten. Das heißt nicht, dass wir nicht in andere Länder Projekte machen können. Zum Beispiel das Projekt, was ich soeben genannt habe, Afrika, Asien und Lateinamerika sind keine Prioritäten. Ausgesondert Brasilien, Südafrika, China und Japan. Klar. Aber Herr Seemann, herzlichen Dank. Und ich schlage vor, es ist jetzt tatsächlich, Moment, 18.20 Uhr. Wir sitzen nun gemeinsam hier und die meisten, die noch hier sind, deren Gesichter ich hier sehe, sind ja tatsächlich seit 12 Uhr und sind unserer ganzen Tagung gefolgt. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken bei der Panelistin und den Panelisten am Podium. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich möchte mich aber auch bei Ihnen bedanken, weil ich glaube, dass so eine Veranstaltung immer nur dann eine Chance hat zu funktionieren, wenn das Publikum und diejenigen,
die hier vorne sitzen, tatsächlich ein Übereinkommen haben, dass man sich zuhört, dass man versucht, so weit den Kopf aufzuhalten, dass man eventuell auch Neues aus dieser Begegnung mitnimmt. Für mein Empfinden war es heute eine ganz angenehme und gute und konstruktive Atmosphäre. In diesem Sinne herzlichen Dank an Sie alle, die Sie diesem Ereignis gefolgt sind. Das war ein erster Versuch. Im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung auch herzlichen Dank an alle Partner und alle Mitarbeiter, die heute dazu beigetragen haben, dass das hier stattfindet. Und einen besonderen Dank möchte ich nochmal richten. Ich habe das auch am Anfang der Tagung getan. Einmal an Herrn Can Togay vom Kollegium Hungaricum, der uns mit Rat und Tat beiseite gestanden ist für Kontakte und für Feedback. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Esther Slevogt, die wesentlich dieses Programm erdacht und zusammengestellt hat, und natürlich bei allen anderen, die auf dem Podium waren. Vielen Dank und einen schönen Nachhauseweg.